Willkommen zu einem neuen Resident Evil 7 Video. Ja, lange Zeit ist es her, dass wir Resident Evil 7 zusammen gezockt haben. Und endlich habe ich die Zeit gefunden, mir mal die DLCs anzugucken. Jetzt, wo auch Not a Hero endlich draußen ist, was wir natürlich auch noch spielen werden. Aber wir fangen erstmal mit dem verbotenen Filmmaterial an. Und wie ihr seht, gibt hier vier Szenarien und wir starten natürlich mit dem ersten. Mit Schusswaffen, Fallen und Fähigkeiten bis zum Morgen überleben. Ich denke, das ist so eine Art Horde-Modus oder so. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, aber ich werde jetzt, also ich meine, wenn wir es nicht schaffen, bis zum Morgen zu überleben, dann werde ich das auch nicht weiterhin versuchen. Also das ist wirklich nur, ich zeig's euch in dem Sinn wirklich nur. Ja, da gibt es dann auch einen Highscore. Das werden wir sowieso nicht beim ersten Mal schaffen. Ich kann sowieso das Spiel nicht mehr spielen. Deshalb ist das hier, ich muss meinen Ton ein bisschen leiser machen. Deshalb ist das hier vielleicht ein ganz guter Einstieg. Weil ich dann wieder ein bisschen rausfinden kann, wie ich da spielen muss. Vielleicht probieren wir jetzt ein, zwei Mal. Mal gucken, wie lange wir überleben. Je nachdem. So, ich habe das auch so lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich komme mit dem VR noch zurecht. Und ich hoffe, ich erschrecke mich nicht zu sehr. Denn jetzt bin ich nicht mehr so abgehärtet. Weil es doch schon eine Zeit her ist. Ah ja, ich erinnere mich an die langen Ladezeiten des Spiels. Steht eigentlich hier. Die Flucht endet hier. Clancy hat sein Bestes gegeben, aber er konnte Jack nicht davonlaufen. Die Treppe heruntergeschleppt und in den Keller geworfen, röche Clancy in der schimmelverseuchten Luft, als Jack die Tür in die Freiheit zuknallt und sagt, du wirst wahrscheinlich auf ewig hier bleiben. Irgend sowas. Mal gucken. Wo bin ich? Soll das ein verdammter Scherz sein? Das klingt schon mal sehr uncool. Überleben Sie bis zum Morgengrauen. Okay, dann wollen wir mal. Oh! Erste Hilfe-Arznei. Eine Pistole wäre schon mal nicht schlecht. Eine Flinte. Also eine Pistole brauchen wir, glaube ich, schon. Deshalb her damit. Eine Flinte für den Notfall, sehr gerne. Erste Hilfearznei für den Anfang nicht schlecht. Ein Messer, man weiß ja nie. So, Granatwerfer, den mache ich jetzt mal noch nicht. Den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Pistolenmunition, Flintmunition. So, damit haben wir schon ein bisschen was. Flinte könnten wir eigentlich noch ein bisschen was brauchen. Ich mach nochmal. Ja, 20 ist nicht schlecht. Ah ja, wir sind hier. In dieser Kammer. An die erinnere ich mich. Ja, muss ich alles ausgeben oder was los? Ich kann schon alles ausgeben. Ja komm, den Granatwerfer machen wir in dem Fall auch. Ich meine, unser Schaden soll es nicht sein. Für den Notfall. Hier haben wir das Messer. Wir werden nicht so lange überleben, denke ich mal. So, was ist hier? Pressen produzieren eine stetige Menge Reste. Ah. Okay. Ah, 12 Stunden überleben. 5 Stunden bis zur Morgendämmerung. Ich denke, ich kann mich nicht einfach hier drin verschanzen. Das wäre zu leicht. Ist aber immer noch verdammt laut bei mir. Muss ja nicht gleich übertrieben sein. Aha, solche Spielereien gibt es auch wieder. Okay. Oh ja, an diesen Raum erinnere ich mich. Hier ist aber diesmal nix. Mist. Die in Resten können sie Fallen aufstellen.
Jetzt ist es irgendwie zu leise auf meinem Ohr. Nochmal 13. Wow! Da kommt ja schon der erste. Da kommt der zweite. Und da kommt schon wieder einer. Das war eigentlich recht sauber, ne? Höre ich da schon wieder ein? Ich weiß nicht. Ja, da kommt da einer. Ich glaube, das war ein Fetter, oder? Wow. Nee, war's nicht. Wow. Wow, du lebst ja noch. Vielleicht sollten wir aus diesem Raum raus. Der ist ein bisschen heftig. Ich hab dich gehört, Mann. Drahtfalle. Nicht herstellbar. Ja, das werden die auf jeden Fall nicht überleben. Ich glaube, da braucht man einige Zeit, bis man komplett hier drin ist, ein bisschen die Orte kennt, wo wir Teile herbekommen. Das Ding geht uns langsam die Munition aus. Ich stell mal welche her. Momentan kommen wir mit der Pistole ganz gut zurecht. Wir können uns aber auch nicht einfach hier drin verschanzen. Das geht auch nicht. Wow, wo kommst du denn her? Aus dem Boden. Hör ich da ein? Na, das glaube ich gut. Na, da kommt wieder einer. Ja, die erste Nacht scheint sehr einfach noch zu sein. Also die erste Nacht, die ersten paar Stunden, ist ja klar. Ich kann ja nicht gleich Hardcore anfangen, aber ich denke, das wird ziemlich schwer hier mit der Zeit. Momentan treffen wir sehr gut. Sind aber auch nach 3 Schuss down. Ist hier irgendwas Hübsches? Ah, das ist so eine Presse, ne? Für Teile. Das ist gut. Die können wir brauchen. Da unten ist wieder so ein Kerl. Siegen sie alle Gegner. Wow! Was bist du denn her? Da unten kommt keiner mehr. Nehmen wir mal die Teile mit. Wo sind denn noch Gegner? Ah, nee, nicht die! Boah, die habe ich gehasst. Noch einer. Ja, haben wir. Da kommt noch einer. Nein, nicht nachladen. Boah! Lebt aber noch, Mann. Das war sehr nah. Okay. Wird hier unten nicht sterben. Ja, doch, ich glaube schon. Okay. 4 Stunden bis zur Morgendämmerung. Die erste Stunde haben wir überlebt. Die war jetzt auch nicht sehr schwer. Ich kann irgendwie die Waffe nicht wechseln. Pressen wurden wieder gestartet. Okay. Ah, jetzt so. Ich will mal zur anderen Presse nach hinten. Oh ja, sie hat was. Das ist gut. Wir machen noch ein bisschen Erste-Hilfe-Arznei. Ätzemittel. Ja, die kostet so viel, ne?
Bisschen Flinte hätte ich gern. Pistole. Noch eine Erste-Hilfe-Arznei. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Okay. Reiß dich zusammen. Du hast bis hier überlebt. Tja, das ist noch nicht so lang überlebt hier. Ich werde einfach hier drin bleiben, aber ich glaube, das wäre ziemlich lame, oder? Ich muss mal wegen der Zeit gucken. Ja, da haben wir noch genug Zeit. Wow! Da kommt er plötzlich. Ich weiß nicht. Nee, komm, das ist zu lame, hier einfach drinnen zu hocken. Außerdem müssen wir zur anderen Pressemaschine. So, jetzt haben wir hier mal eine Falle gespannt. Wir dürfen da auch nicht reintreten, sonst haben wir ein Problem. So, den hat's gleich erwischt. Da ist die Drahtfalle auch schon wieder weg. Oh ne, der Stab. Der muss weg. Der ist aber noch nicht tot. Ist er jetzt tot? Nee. Ey, wie viel überlebt der? Dann kommt schon der nächste. Ja, der Modus ist ganz nett, aber der ist jetzt nicht super toll. Also ich meine, ja. Kann man spielen? Wenn man so ein Highscore-Jäger oder so ist. Bin ich jetzt nicht so. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ah, da sind wir wieder hier, okay. Na, da könnten wir natürlich schon weitergehen. Aber wir gehen mal zur Presse da und holen uns die Teile, denn die können wir gut gebrauchen. Sehr gut. Ja, zwei Stück, na toll. Nicht mit uns. Die leben beide noch. Rot ist nicht so stark, ne? Nehmen wir noch mit. Oh ne, wieder so ein. Oh ne, jetzt müssen wir alle Gegner besiegen. Warte mal, ist das Jack? Als ob jetzt Jack kommt. Wie soll ich den denn kalt machen, Mann? Nur eine Art, wie das hier ist. Hey, Jackie! Boah, alles schön in den Kopf ballern. Aber der stirbt doch dadurch nicht. Nimm das! Zulage zum Nachladen. Kann ich selber machen. Aua! Ich muss mich heilen. Aua, ich kann mich nicht heilen. Aua, ich kann nichts machen. Wie soll ich denn den besiegen? Ja, so nicht. Aua! Mann, du Arsch! Ah. Huch! Hast du ein Baby bekommen? Schnauze! Hey, nimm die Waffe! Nein! Aua, check! Alles gut! In dein Gesicht! Aua! Du kannst mir wehtun! Kann, wenn ich will. Ach man, ich glaube, den kriege ich nicht. Ich weiß nicht wie. Nein, lass mich in Ruhe. Aua. Der stirbt doch nie, ey. Ah, Hilfe. Ich weiß zwar, wie man sie benutzt, aber das hilft gegen dich nichts.
Lass mich! Habe ich hier Zeit? Ja, hier habe ich Zeit. Renne, du Sau! Oh! Oh, endlich ist er besiegt! Ist das endlich vorbei? Krass, wir haben es geschafft! Bonus, check besiegt! 3 Stunden bis zur. Ja, vergesst es! Da hatte ich jetzt schon so meine Probleme damit. Wir müssen uns unbedingt Medizin kaufen. Pressen wurden wieder gestartet. Okay. Gut, wir haben noch Zeit. Ich hätte mir jetzt mal Ätzemittel kaufen können, dann hätten wir mal den Raum erkunden können, aber na gut. Wir haben immerhin Jack besiegt. Immerhin. Wo kommen all diese Dinge her, verdammt? Was war das jetzt? Oh, da kommt noch einer. Nein, Mist! Ah. Gut. Wird aber lange überlebt, du. Könnte sein, dass es noch mehr Pressen gibt. Ach Mist, jetzt halten die schon mehr aus. Ja. Ein bisschen Leben hier nehmen. Wir haben mal keine coole Anzeige jetzt. Wir haben nur diese Uhr an. Oh, verpiss dich. Nein, der lebt noch. Der auch, aber nicht mehr lang. Wir müssen schnell mal rübergehen. Brauchen wieder Gegenstände. Da gehe ich nicht rein. Da gibt es wieder Material, das ist gut. Fähigkeiten. Ach, da gibt es Fähigkeiten. Gesundheit verbessern, erhöht ihre maximale Gesundheit, Geschwindigkeit, Pistole verbessern, ja, Flinte verbessern, hier, los, Pistole verbessern, Gesundheit verbessern. Ah, okay, cool. Ja, das finde ich nicht schlecht. Nein, da wieder einer. Ja, willkommen bei der Party. Granatwerfer, der müsste ein bisschen mehr Kapazität haben, das wäre schön. Ja, da ist wieder einer. Ah, ich brauche Schrotmunition. Unbedingt, komm. Ich brauche Schrotmunition. Boah! Der kam überraschend. Lebt aber noch, Mann. Kann ich mir Schrotmuni holen? Nee. Na, da war der doch. Nee. Boah, das kostet immer mehr. Ist natürlich ungünstig. Ich müsste noch mal zur anderen Presse rüber. Okay, gehen wir noch mal zur anderen Presse rüber. Der nächste Boss, der kommt, wird aber bestimmt wieder... Ja, besiegen sie alle Gegner. Bestimmt wieder schwerer. Ich hoffe nicht, dass Jack nochmal kommt.
Wäre gerade nicht so nett. Ich weiß nicht, ob ich nach vorne laufen soll. Ich will mir eigentlich Munition holen, also komm. In Ruhe. Ja, da kommt einer. Das ist mir aber gerade egal. Zuerst schnell finden Munition. Nachladen. Ich hoffe, hier drin kann keiner erscheinen. Okay, da kommt so einer. Den müssen wir aber kriegen. Ah, nee, Kotzer. Kotzer. Oh, ich hasse Kotzer. Ah ja, die sind übel. Die sind übel. Oh, ich kann die Schrot nicht nachladen, Mann. Aua. Komm, halt dich schneller, Mann. Ah, wie der durch die Wand durchkotzt. Ist er erledigt? Sieht so aus. Ja, sehr gut. Cool, okay, geschafft. Ich will nach Hause. Zwei Stunden. Ja, so schlecht stellen wir uns gar nicht an, ne? Ich meine, relativ weit gekommen. Das ist doch vollkommen okay. Schlittenmunition. Ja, da hätte ich vielleicht noch was upgraden sollen. Okay, gehen wir rüber. Ich komm, wir gucken uns mal jetzt da drin um. Da gibt's doch bestimmt auch eine Presse, oder? Was ist nur mit diesem Haus los? Das wüsste ich auch gern. Gibt's hier keine Presse oder so? Ach so, hier gibt's auch. Auch wieder was zu erledigen. Ja, hier zu sein ist gerade nicht so. Nein, hier zu sein ist gar nicht gut. Ich muss hier raus, Mann. Ah, was ist da? Drahtseilfalle. Mit der Zeit weiß man halt, wo was ist, ne? Ich meine, hinter diesen Türen könnten auch noch so Teile sein. Die wären natürlich schon nicht schlecht. Ja, wir holen uns jetzt mal die da. So, ich habe doch jemanden gehört. Boah, wo kommt der denn her? Den habe ich nicht gesehen. Boah. Au, 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 au. Ja, scheiße. Boah, der ist schnell. Ja, jetzt wird's härter. Du hast keine Muni mehr. Muss mir Muni holen. Okay, rüber. Oh, wir haben keine Heilung mehr. Scheiße. Das war schön. Ich bin auch nicht so schnell. Ich hätte mal die Geschwindigkeit upgraden sollen. Erste Hilfe. Flinte. 300. Ah, komm. Ich muss mich mal heilen. So. Dann wollen wir mal gucken. Soll ich wieder rüberrennen? Mir da wieder die Teile holen. Ständiges Hin und Her hier.
Ja, genau. Wie viele denn noch? Nimm den. Zünd die alle an. Ah, der lebt noch. Du lebst auch noch. Boah. Meine Güte. Schnell rüber. Bevor hier die Ding kommt. Alle Monster besiegen. Aber das wird bald soweit sein. Ich verbessere mal die Geschwindigkeit. Ein bisschen schneller wäre schön. Ah, nur 10 Schrotflinte. Geht hier ist weg. Ich bleibe jetzt einfach hier drin. Kommt so einer, ich habe dich schon gesehen. Ja, jetzt fängt's an. Oh, das wird nicht schön. Können wir uns nochmal keine erste Hilfe leisten? Leider nicht. Leider nicht! Boah, jetzt kommen sie aber nicht. Der lebt noch, kein Problem. Den kriegen wir mit der Pistole. Ich hoffe, kein Kotzer kommt jetzt. Wer kommt? Wer kommt? So einer. Zwei! Uah. Das war heiß! Schnell nachladen. Bevor was Schlimmeres kommt. Ich wusste es doch. Zwei! Ja, toll. Fuck. Ich hab mal den nach. Ah! Sind wir jetzt gestorben? Ah, jetzt sind wir gestorben. Schade. Ich glaube, das waren die letzten. Na! Naja, wir haben doch recht lang überlebt. Also für das erste Mal war es doch gar nicht so schlecht. Mhm. Reste übrig. 2000 Kills. 61 Kills. Basierend auf Überlebenszeit. 4 Stunden. Ja, 66.000 Punkte für das erste Mal. Sie hat bei Spielstab mehr Reste. Ach, das ist ja nett. Maschinengewehr. Aha, jetzt können wir auch Maschinengewehr herstellen. Nervengasfalle. Aha. Ja, man kriegt mehr Sachen. Ah, okay, cool. Ah, und hier kriegt man den Brenner. Die Kreise. Ah ja, das ist ja cool. Dann ist man auch immer ein bisschen besser. Unendlich Munition. Ja, da brauchst du aber viele Punkte. So, nein, wir versuchen es nicht erneut. Das war also der erste DLC. Albtraum. Das nächste Mal spielen wir Schlafzimmer. Ein Raum nur durch Einsatz ihres Verstands entkommen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug zurück nach... Zurück ins Bakerhaus oder in den Baker-Keller gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.